Linksextremismus, Terrorismus. Eine kleine Vereinigung bringt die Bundesrepublik Deutschland für fast drei Jahrzehnte an die Grenzen. Drei Generationen, verantwortlich für 34 Morde, zahlreiche Entführungen, Bandüberfälle und Sprengstoffattentate. Wie fast jeder Terrorismus hat auch die RAF eine Botschaft. Es ist Zeit, Licht in das dunkle Kapitel der Bundesrepublik zu bringen und den Verlauf näher zu betrachten. Der zunehmende Ost-West-Konflikt und das Nachdenken über die Kriegsjahre des Nationalsozialismus werden mehr und mehr zum Thema von Studenten. Viele Menschen, vor allem die jüngere Generation, waren mit der Politik unzufrieden. Diese Studentenbewegung, vor allem Rudi Dutschke, welche mobilisierte und faszinierte, startete schon in den frühen 60ern den Kampf gegen die Politiker der damaligen Großen Koalition. Dutschke führte die ersten Ansichten der Studenten aus, auf welche sich die später entstandene RAF spezialisierte. Bei einer Demonstration am 2. Juni 1967 in Berlin wurde der Student Benno Ohnesorg von einem Polizisten erschossen. Als dann noch der Studentenführer Dutschke von einem Rechtsradikalen angeschossen und nur knapp überlebte, wurde aus den Demonstranten eine kleine Terrorgruppe. Im April 1968 gehen in Frankfurt am Main zwei Kaufhäuser in Flammen auf. Der Anschlag soll die westliche Konsumwelt anprangern. Die Brandstifter Andreas Bader und Gudrun Enslin werden daraufhin zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt. Jedoch bleibt eine Inhaftierung für Enslin aus. Während des Prozesses lernten die Brandstifter Ulrike Meinhof kennen, welche dieselben Ziele verfolgte. Im Mai 1970 befreite Meinhof mit ihren Anhängern gewaltsam den inhaftierten Andreas Bader. Somit ist die erste Generation um Andreas Bader, Ulrike Meinhof, Gudrun Enslin und Horst Mahler der RAF vollzählig. Daraufhin ließen sie sich in Jordanien bei einem terroristischen Training ausbilden. Nach der Rückkehr überfielen sie gewaltvoll Banken, um sich finanziell abzusichern und weitere Terroranschläge vorzubereiten. Ihre Ideologie und ihre Entschlossenheit erzeugten eine hohe Anziehungskraft und es bildete sich eine große Truppe von Sympathisanten. Hatte sich die RAF im Mai 1972 vor allem im Untergrund organisiert, schlug sie jetzt mit einer Welle der Gewalt zurück. Ihre Anschläge waren zum einen Teil eine Reaktion auf den Tod von Petra Schlehm, die bei einer Großfahndung 1971 erschossen wurde. Zum anderen waren sie aber auch eine Reaktion auf die Ankündigung des US-amerikanischen Präsidenten Nixon vom 8. Mai, die nordvietnamesischen Häfen zu verminen. Der Rachefeldzug begann am 11. Mai mit dem Anschlag auf das Hauptquartier des 5. Korps der US-amerikanischen Streitkräfte in Frankfurt am Main, wozu sich das Kommando Petra Schlehm der RAF bekannte. Innerhalb von zwei Wochen folgten fünf weitere Anschläge in Augsburg, München, Karlsruhe, Hamburg und Heidelberg. Sie richteten sich gegen amerikanische und bundesdeutsche Einrichtungen und auch gegen den Axel Springer Konzern. Dabei verloren vier Menschen ihr Leben, 74 weitere wurden verletzt. Das BKA reagierte mit einer der größten Fahndungsaktionen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Die Operation trug den Namen Wasserschlag. Dabei wurden führende Köpfe der RAF festgenommen. Das bedeutete das Ende der ersten Generation. Im Jahre 1973 entdeckte die RAF den Hungerstreik als wirksames Mittel, um Aufmerksamkeit zu erhalten. Die Rechnung ging auf. Als am 9. November 1974 Holger Mainz an den Folgen der Unterernährung starb, löste das landesweit Proteste aus. Die Menschen brachten der Terrorvereinigung viel Sympathie entgegen. Darüber hinaus konnten sie den Besuch des französischen Philosophen Jean-Paul Sartre, der die Gefangenen der RAF in der JVA Stuttgart besuchte, als Propaganda nutzen. In dieser Zeit gewann die Truppe viele neue Mitglieder. 1975 besetzte eine Truppe um den abgetauchten Rechtsanwalt Siegfried Hart die deutsche Botschaft in Stockholm. Die Gewalttätigkeit erreichte hierbei eine neue Dimension. Die Truppe forderte die Freilassung von 26 Gefangenen. Dieses Vorhaben scheiterte jedoch, als Beamte der Polizei die Botschaft stürmten. Unterdessen fanden die sogenannten Stammheimprozesse statt. Dabei wurden die Mitglieder der ersten Generation, wie Gudrun Enslin, Andreas Bader und Ulrike Meinhof, immer weiter von der Truppe ausgegrenzt. Diese und zwei weitere begannen in der sogenannten Todesnacht von Stammheim Selbstmord. Die Mittel dazu wurden von ihren Anwälten ins Gefängnis geschmuggelt. Dieses Ereignis wurde von der RAF wieder medienwirksam als staatlicher Mord inszeniert. Die im Juni 1972 festgenommene Brigitte Mohnhaupt reorganisierte nach ihrer Haftentlassung die sogenannte illegale RAF.
Diese Truppe, auch zweite Generation genannt, führte zwei der bekanntesten Morde der Truppe durch. Am 7. April töteten sie Generalbundesanwalt Siegfried Pubert und am 30. Juni den Vorsitzenden der Deutschen Bank Jürgen Ponto. Dieser Entführungsfall gilt als Anfang des sogenannten Deutschen Herbstes, eines der dunkelsten Kapitel in der Geschichte der BRD. Der Deutsche Herbst fand seinen Höhepunkt in der bekannten Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut, bei der alle Geiseln sicher befreit werden konnten. Dieses Verbrechen wurde jedoch nicht von der RAF selbst, sondern von einer ausländischen Terrororganisation begangen, da es ihrem Selbstverständnis widersprach. Gewalt gegen Mallorca-Urlauber entspricht nicht dem Guerilla-Gedanken der RAF. Nach der Niederlage 77 haftete ein erhöhter Fahndungstrupp auf der RAF. In Folge kam es zu mehreren Verhaftungen und Schusswechseln, unter anderem mit Todesfolge. Die Truppen versuchten sich neu zu formieren. Bis 1982 kam es zu weiteren Anschlägen. Im Juni 1982 wurde das Zentraldepot der RAF gefunden. Die wichtigsten Mitglieder der zweiten Generation konnten so bis 1984 verhaftet werden. Mit dem Maipapier von 1982 wurden die Anschläge als Angriffe auf den militärisch-industriellen Komplex bezeichnet. Die RAF verstand sich nun als Avantgarde einer westeuropäischen antiimperialistischen Front, arbeitete also auch mit ausländischen Terrortruppen zusammen, wie mit den aus Frankreich, Italien und Belgien. Die Mitglieder der dritten Generation, welche im Sommer 1984 aktiv wurde, sind kaum bekannt. Einzig Wolfgang Krams und Birgit Hodenfeld können ihr eindeutig zugeschrieben werden. Bis 1992 folgten mehrere Mord- und Sprengstoffanschläge. Im Visier waren nun vor allem Manager und Chefs großer Rüstungs- und Industriekonzerne. Die zunehmende Brutalität und Kaltblütigkeit der RAF sorgte für Entsetzen auch innerhalb der linksradikalen Truppen. Der Mord an dem US-Soldaten Edward Primetal 1985 löste große Empörung aus, denn der einfache Soldat entsprach nicht dem eigentlichen Feindbild der RAF. Sein Ausweis wurde lediglich dazu verwendet, um auf das Gelände der Rhein-Main-Airbase, wo später der eigentliche Anschlag ausgeübt wurde, zu gelangen. 1986 wurde der Siemens-Manager Karl-Heinz Beckwurz und ein Diplomat des Auswärtigen Amtes ermordet. Noch bis 1993 folgten weitere Anschläge. Den Ermittlungsbehörden ist es erstmals gelungen, einen V-Mann einzuschleusen, der Kontakt zur Spitze hatte. Sein Name war Klaus Steinmetz und er berichtete seit 1992 dem Verfassungsschutz über seine Treffen. Da Steinmetz und Hodenfeld einen gemeinsamen Kurzurlaub in Wismar planten, wurde dieser auch als Zutriffsort gewählt. Der Bahnhof in Bad Klein wurde ebenfalls in Betracht gezogen. Allerdings wurde die Idee aufgrund der unübersichtlichen Lage und einem zu hohen Gefahrenrisiko wieder verworfen. Am 27. Juni 1993 sollte der Einsatz stattfinden. Dafür standen hunderte Polizisten, darunter auch Mitarbeiter der Spezialeinheit DSG-9 zur Verfügung. Geplant war, Hodenfeld auf dem Weg nach Wismar in einem kleinen Bus zu überwältigen. Steinmetz sollte zum Schein ebenfalls festgenommen werden. Allerdings wurde der Plan doch kurzfristig noch geändert, als die Beamten über Wanzen erfuhren, dass Hodenfeld sich an jedem Tag mit einem Freund treffen wollte. Deshalb war der neue Zutrittsort doch Bad Klein gewesen. Um ca. 14 Uhr holte Hodenfeld einen Mann vom Bahngleis 1-2 ab. Es handelte sich um Wolfgang Brahms. Die drei gingen noch in ein Billardcafé essen, danach sollte der Zugriff erfolgen. Der Zugriff der DSG-9-Spezialeinheit erfolgte in einer Unterführung, ähnlich wie hier. Zuerst schien alles nach Plan zu verlaufen, denn Hodenfeld und Steinmetz wurden verhaftet. Jedoch konnte Brahms entkommen. Er flüchtete über eine Treppe auf das Bahngleis 3-4 vor den Beamten. Dann Brahms und die Polizisten zu Feuer. Diese erwiderten ihrerseits das Feuer. Insgesamt wurden 33 Schuss auf ihn abgegeben. Am Ende erlag er und einer der Polizisten in schweren Verletzungen. Laut den offiziellen Untersuchungsergebnissen handelte es sich bei Brahms Tod um Selbstmord. Jedoch gab es bereits während der Untersuchung Zweifel an der Wahrhaftigkeit dieser Aussage. Beispielsweise berichtete eine Kioskbesitzerin, sie habe gesehen, wie einer der Beamten aus kürzester Entfernung auf seinen Kopf, ein weiterer auf seinen Körper geschossen hätte. Später widerrief sie ihre Aussage. Selbst ein Kollege der Polizisten, ein Beamter der DSG-9, sagte gegenüber der Behörde aus, er habe gesehen, wie einer seiner Kollegen aus maximal 5 cm Entfernung einen Kopfschuss auf Krams abgegeben hätte. Aus diesem Grund kämpfte seine Familie bis 1998
für die Aufklärung über den Tod ihres Sohnes. Heutzutage steht fest, dass es sich bei Krams Tod um Selbstmord gehandelt hatte. Außer Frage steht jedoch, dass das BKA so schlampig gearbeitet hatte, dass anders weitere Vermutungen aufkamen. Beispiele dafür sind eine lückenhafte Überwachung aus der Luft, der Befehl zum Eingreifen wurde missverstanden, die Beamten hatten wegen der Unterführung keinen Funkkontakt, sie trugen des Weiteren auch keine kugelsicheren Westen. Das Gesicht von Krams wurde gereinigt, ehe man ihn fotografiert hatte, und selbst eine Woche nach dem Vorfall fanden Journalisten noch Patronen im Gleisbett von Bad Kleinen. Zu Beginn des Jahres 1992 stellte Justizminister Tiedl fest, dass die Gefangenenfrage in der RAF nach wie vor Priorität besaß. Daher machte er den Vorschlag, einen Teil der RAF-Landzeitinhaftierten mitsamt schwerkranken Truppenmitgliedern früher als ursprünglich festgelegt zu entlassen. In Teilen des RAF-nahen Umfeldes wurde dem Verzicht auf militärische und gewaltsame Aktionen und Aktivitäten Kritik beigemessen, wonach es zu Demonstrationen für die Zusammenlegung der politischen Gefangenen kam. Im Juni-Papier der RAF bekräftigte diese den Verzicht auf bewaffnete Aktionen. Im August-Papier dann erklärte sie, dass das im Mai-Papier von 1982 propagierte Frontkonzept erfolglos gescheitert war. Die Mitglieder unterstrichen ihre Strategie zur Deeskalation mit dem Sprengstoffanschlag auf die JVA weiter statt, welcher am 27. März 1993 stattfand. Offensichtliches Ziel war dabei, Sachschäden zu verursachen, dem auch keine menschlichen Verluste. 3 Monate später kam es zu den Vorkommnissen in Bad Klein. Wolfgang Krams und einer der DSG-9-Beamte kamen hierbei zu Tode. Daraufhin verkündeten die sogenannten Hardliners um Mohnhaupt im Oktober die Abspaltung von den Zeller-Gefangenen sowie den Illegalen. In den darauffolgenden Jahren wurde durch die Tintel-Initiative mehrere RAF-Inhaftierte entlassen. Schlussendlich erklärten die Illegalen im April 1998 das Projekt RAF endgültig für beendet. 67 Tote, 230 Verletzte, 250 Millionen Euro Sachschaden, 31 Banküberfälle, 3,5 Millionen Euro Beute, ungezählte Milliarden für Bekämpfung, über 1 Million Asservate im Polizeiarchiv, 11 Millionen Blattermittlungsakten und letztlich 517 Personen verurteilt wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, 914 wegen Unterstützung. Das ist die Bilanz der RAF. Gezogen vom ehemaligen BKA-Chef Herold über eine jahrzehntelange Geschichte von Zerstörung, Mord und gesellschaftlicher Unterdrückung. Das ist die Geschichte der RAF.